murder really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Moin, moin, Leute. Dem Video geht es mal darum, mal was ganz anderes. Und zwar hat Asus auf der Consumer Electro Show in Las Vegas einen neuen Monitor vorgestellt. Und zwar einen 360 Hertz G-Sync Monitor. Der richtet sich allgemein so mehr an die Competitive Spieler. Klar, 360 Hertz kann man natürlich auch normaler Spieler benutzen. Aber warum sollte er es machen? Ich meine, 42 Hertz merkt man schon einen Unterschied zu 144 Hertz, aber der größte Sprung ist tatsächlich noch zwischen 60 und 144 Hertz. Und so sieht der Monitor auf jeden Fall aus. Sieht aus wie ein Asus Monitor halt, wie die halt so aussehen, die sehen ja alle ziemlich gleich aus. Und ja. Der soll halt Ende bis Mitte des Jahres, bis Ende des Jahres rauskommen und wird so, denke ich mal, vom Preis um die 500 bis 700 Euro oder so kosten. Ich glaube nicht, vielleicht nicht 700, aber 500 bis 600 Euro. Vielleicht auch ein bisschen günstiger. Auf jeden Fall werden die anderen Monitore wieder günstiger, also die 144 Hertz, 240 Hertz Monitore, falls es was Neues gibt. Und dadurch, dass Asus halt so einen Sprung nach vorne macht, denke ich mal, werden auch andere Firmen nachziehen und auch ihre 360 Hertz Monitore hinzufügen. Und wenn man jetzt in die meisten Games kommt, guckt, ich guck mal gerade auf Fortnite, sieht man hier schon, man kann FPS begrenzen auf 30, 60, 120, 144, 160, 165, 180, 200, 240 und unbegrenzt. Das sind sozusagen ja auch alles Werte, was Monitore haben. Das gemeint, es gibt von jedem Wert, also es gibt einen 60 Hertz Monitor, einen 180 Hertz, 240 Hertz, 144 Hertz und 165 Hertz. Die Monitore gibt es halt alle. Und dann werden auch sehr viele Spiele nachrüsten müssen, weil die ganzen Spiele müssen ja noch wahrscheinlich eine Option hinzufügen, wenn natürlich auch mehrere Firmen oder auch andere Leute diesen Monitor auf den Markt bringen werden. Der wird, denke ich mal, hier oder auch in anderen Spielen, hier jetzt mal vorne als Beispiel, auch eine, wenn man das hier so schon sieht, auch eine 360 Hertz, also 360 FPS Cap sozusagen hinzugefügt werden. Aber wo ich den Nachteil sehe, ist, dass die meisten Spiele, sag ich mal, nicht auf 360 FPS laufen werden. Weil, also, wenn du den Monitor kaufst, brauchst du einen PC, der dieses 360 FPS zeigt, weil du es bringt dir keinen 360 Hertz Monitor was, wenn dein PC nicht mal, keine Ahnung, 300 FPS oder so schafft. Dann braucht man sich sowas zum Beispiel nicht kaufen. Aber trotzdem finde ich das mal gewagt von Asus, aber auch nice, dass sie sowas machen. Und schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall mal in die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr für einen Monitor habt und was ihr dazu haltet, dass es jetzt 360 Hertz gibt. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Leute.